Es ist nun wirklich still über allen Gipfeln in Tirol, obwohl es hier brodelt. Im Zillertal wohl noch mehr als sonst im Land. Denn hier ist Europas größter Hotspot der Südafrika-Mutante. Die Gondeln laufen zwar, das hat die Seilbahnlobby durchgesetzt, aber die Parkplätze sind leer, die Hotels geschlossen, so auch das der Familie Stock. In 4 Jahrzehnten des Bestehens ist in einer Wintersaison Daniel Stock hier noch nie so allein gewesen. Statt 300 Gästen nun leere, fast alle 180 Mitarbeiter in Kurzarbeit. Tirol ist abgeriegelt von seinen wichtigen deutschen Gästen. Auch nach Österreich gibt es Reisebeschränkungen. Daniel Stock gibt sich trotzdem optimistisch. Man sei es gewohnt, dass Tiroler auf diese Art an den Pranger gestellt würden. Man sagt, das sind diese, die alles für einen machen. Und das sind so ein bisschen die Gutgläubigen und die Herzlichen. Mit denen geht man ja schneller vors Gericht als wie mit einer großen Macht, mit dem Stocksteifen sozusagen. David gegen Goliath, Tirol gegen Wien, das ist ein lang gepflegtes Selbstbild. Nicht erst seit an Tiroler Grenzen die österreichische Armee steht. Wegen der Mutante verlangt die österreichische Regierung nun einen negativen Test bei Ausfahrt. Denn das kleine Bergvolk wehrte sich erfolgreich dagegen, selbst Maßnahmen zu verhängen. Und das klingt so. Jetzt ist der Punkt gekommen, wo es reicht. Eindeutig. Und das, was jetzt passiert, ist wie wieder klar auf Tirol abgezielt. Und das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Die Wiener Reisewarnung sieht Tirol so. Wie wenn Wien an Rülpser tut, die Deutschen und die Holländer, die sind ja viel wichtiger für uns. Dann schließt auch Deutschland die Grenzen zu Tirol fast komplett. Ein Schock. Diese Angriffe auf das schöne Tirol, so meint es Daniel Stock, hätten nicht nur mit der Angst vor der Mutante zu tun. Ein bisschen Neid, Eifersucht ist dabei, aber wir behalten Tirol ja nicht für uns. Wir ziehen ja keine Mauern hoch, sondern wir empfangen ja alle. Wir würden ja alle willkommen heißen. Die Mauern werden ja eben genau von denen gesetzt, von den Wienern und von aus deutscher Seite. Am vergangenen Samstag versammeln sich in Innsbruck einige hundert zur Verteidigung Tirols, wie sie sagen. Die Demo ist Corona-bedingt verboten, die Polizei lässt sie trotzdem gewähren. Die Wut ist groß, auch auf die Presse, die Tirol, so meinen sie, als Corona-Schleuder hinstellt. Lügenpresse! Ich bin immer schon Patriot gewesen und stehe für mein Land Tirol. Und ich finde es auch eine Frechheit, was jetzt aufgeführt wird. Aber das haben wir schon gewöhnt, dass sie auf den Sommer hocken. Das macht ihn gleich härter. Finde ich auch eine Frechheit von Herrn Söder, weil die sollen sich selber bei der Nase nehmen, weil die Ansteckungsgefahr geht von innen aus. Weil der, was da das afrikanische Zeug umgebracht hat, das war ein Deutscher. Bei der kleineren genehmigten Gegenkundgebung ist David Priet, Aktivist und Künstler. Die aufgeheizte Atmosphäre in Tirol läge auch an der polternden Rhetorik, meint er. Man merkt einfach, wie sehr Sprache unsere Wirklichkeit beeinflusst und auch unsere Vorstellungen und Blickwinkel einfach auch steuert. Und eben, Deeskalation wäre auf jeden Fall angesagt. David Priet ist schon vielen Politikern mit provokanten Aktionen auf die Füße getreten. Er kritisiert die überbordende Bedeutung des Tourismus im Land, die enge Verflechtung von Wirtschaft und Politik. Die Tiroler Verteidigungshaltung jetzt, erklärt er so. Das hängt damit zusammen, dass Tirol jetzt halt zum zweiten Mal schon im internationalen Fokus steht, weil das Auftreten gerade unserer männlichen, älteren, weißen ÖVP-Politiker so bockig und batschert und teilweise peinlich war, dass sich viele denken so, ja, wir werden jetzt noch mehr kritisiert, noch mehr angegriffen, jetzt müssen wir gerade extra unsere Ehre verteidigen oder so. Trutzburg, Tirol? Wirtschaftlich ist das unmöglich. Deutsche sind auch in Kitzbühel sonst die wichtigsten Gäste. Deutschland der wichtigste Exportmarkt. Roland Hebbel muss nun um Liefertermine fürchten, weil deutsche Grenzkontrollen seine Lkw mindestens bremsen. Die Haustechnikfirma ist systemrelevant. Deutsche Mitarbeiter wie Alexander Noll dürfen die Grenze queren, aber es nervt. Es war letzte Woche mehr oder weniger, ich sag so wie es ist, eine Katastrophe. Wir haben beim Einfahren kontrolliert, wir haben beim Ausfahren streng kontrolliert. Grenz.
Schließungen ist das schlechteste Hilfsmittel, was wir jetzt derzeit handhaben. Warum? Wir werden auch in Zukunft miteinander leben müssen und dieses Miteinander funktioniert mit geschlossenen Grenzen definitiv nicht. Das Bergvolk sei aber harte Arbeit bei widrigen Umständen gewohnt, erklärt Hebbel. Jetzt ist eben wieder so eine Zeit. Mehr Mühen, mehr Videokonferenzen heißt das für ihn. Hätte Tirol mehr aus Fehlern lernen können? Hebbel mag das Wort Ischgl nicht mehr in den Mund nehmen. Das muss man irgendwann einmal vergessen können und nicht immer auf Sachen, die vor einem in der Vergangenheit gewesen sind, einfach immer nur wieder drauf hacken, um dann irgendwo wieder etwas Negatives draufzusetzen. Wir müssen vorausschauen und dieses Vorausschauen heißt auch Vergangenheit vergessen. Wer diese Berge liebt, wird es wohl auch vergessen wollen. So sehr Tirols Ruf vielleicht gelitten hat, diese Landschaft bleibt.